Die neuen Aufnahmen des James-Webb-Teleskops haben die Forscher in eine Schockstarre versetzt. Anstatt unseren Wissensstand über das Universum zu vertiefen, offenbaren die Bilder einen beunruhigenden Umstand. Unser physikalisches Verständnis reicht nicht aus, um die Beschaffenheit des frühen Kosmos zu erklären. Dort, wo die Urknalltheorie an ihre Grenzen stößt, müssen neue Entstehungshypothesen ran. Doch wie könnte das Weltall im Detail gebildet worden sein? Und wieso bringt die neue Entdeckung selbst die erfahrensten Astronomen an ihre Grenzen? Bleib dran und finde es zusammen mit uns heraus. Der Urknall. Ehe wir näher auf den revolutionären Sensationsfund eingehen, sollten wir noch kurz unser Gedächtnis auffrischen. Was verbirgt sich also hinter dem so oft zitierten Begriff des Urknalls, der bekanntlich die Entstehung des Universums beschreibt? Nun, entgegen der ersten Vermutung und einigen Darstellungen handelte es sich dabei nicht um eine brachiale Explosion in einen bestehenden Raum hinein. Es war vielmehr der Raum selbst, der vor rund 13,8 Milliarden Jahren gemeinsam mit der Materie und der Zeit aus einer ursprünglichen Singularität heraus entstand. Nochmal kurz zur Erinnerung, in der Welt der Physik und der Astronomie beschreibt die Bezeichnung Singularität Orte, an denen die Gravitation derart extrem ist, dass die Krümmung der Raumzeit divergiert oder in anderen Worten ausgedrückt unendlich ist. Aber wie können wir uns heute, so viele Milliarden Jahre nach der Geburtsstunde des Universums, sicher sein, dass unsere kosmische Heimat im Rahmen eines solchen Prozesses gebildet wurde? Diesbezüglich verweisen die Experten auf eine Charakteristik, die dem Weltall schon seit dem Zeitpunkt seines Bestehens innewohnt. Es expandiert ungebremst. Doch auch in diesem Falle gilt eines zu beachten: Der Kosmos dehnt sich nicht in einen bestehenden Raum aus, es ist der Raum selbst, der unablässig größer wird. Nun ist es den Experten möglich, die Expansion des Kosmos rückläufig zu betrachten und sich bis zu jenem Punkt zurückzurechnen, der den Ursprung des Universums verkörpert. Als herausragender Beleg für die Korrektheit der Urknalltheorie wird der Nachweis der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung aufgeführt. Eine nahezu isotrope Strahlung, welche das gesamte Weltall erfüllt und ein Relikt aus der Frühzeit des Kosmos darstellt. An dieser Stelle sei jedoch erwähnt, dass sich die einzelnen Urknalltheorien explizit nicht mit der eigentlichen Geburt des Universums beschäftigen, sondern mit der unmittelbaren Phase danach. Im Detail bewegen wir uns hierbei in einer Größenordnung zwischen einer sogenannten Planck-Zeit, sprich rund 10 hoch minus 43 Sekunden und 400.000 Jahre nach dem Urknall. Und auch wenn wir bislang keine Ahnung haben, wie die kosmische Beschaffenheit vor der geheimnisvollen Planck-Zeit ausfiel, besitzt die Urknalltheorie innerhalb des Standardmodells der Kosmologie eine unerschütterliche Stellung. Besonders knifflig wird die Sache daher dann, wenn die Forscher etwas aufspüren, das sich einfach nicht mit unseren gängigen Thesen vereinbaren lässt und das sogar Anlass liefert, alles, was wir über die Entstehung des Universums zu wissen glauben, zu hinterfragen. Unmögliche Galaxien. Folgt man nämlich eben jenen gängigen Thesen, so begannen die ersten Sterne etwa 200 bis 300 Millionen Jahre nach dem Urknall damit zu erstrahlen und das dunkle Zeitalter zu vertreiben. Wann sich die ersten gleisenden Himmelskörper zu ausgewachsenen Galaxien zusammenfanden und wie schnell diese heranwuchsen, ist dahingehend noch völlig ungewiss. Einen ersten Hinweis zu der Lösung dieses galaktischen Rätsels lieferten einige der ersten James-Webb-Aufnahmen. Bereits im Juli 2022 verkündeten die Experten, dass das Weltraumteleskop eine Reihe von Galaxien aufgespürt hat, die teilweise schon 300 Millionen Jahre nach der Entstehung des Universums existierten. Verglichen mit den Strukturen, die in den folgenden Jahrmillionen erblühten, waren diese aber noch bedeutend kleiner und masseärmer. Ein Schema, das sich perfekt mit den offiziellen Modellen der Forscher deckt, denn immerhin genügte die Materiedichte im jungen Universum schlicht und ergreifend nicht aus, um Galaxien von der Größe der Milchstraße zu bilden. Oder etwa doch? Was als die Entdeckung von 6 unscheinbaren, rötlich schimmernden Lichtpunkten begann, sollte letztlich eine der größten astronomischen Krisen der jüngeren Vergangenheit auslösen. Doch was war geschehen? Obwohl die neu entdeckten Galaxien ein vergleichbares Alter wie die bisherigen Rekordalter aufweisen, sind sie fast so massereich wie unsere Heimatgalaxie heute. Dass die astronomische Forschung nun um ein quälendes Mysterium reicher ist, haben wir dem Team um Ivo Labbé von der Swinburne University of Technology in Melbourne zu verdanken. Nachdem die Fachleute eine Reihe von Aufnahmen der Nahinfrarotkamera NIRCam unter die Lupe genommen hatten, stießen sie schließlich auf diese erwähnten Lichtquellen. Mithilfe der Rotverschiebung errechneten die Wissenschaftler, dass das Licht jener Objekte über 13 Milliarden Jahre benötigte, um unser irdisches Auge zu streifen.
Folglich haben wir es hier mit Strukturen zu tun, die bereits 500 bis 700 Millionen Jahre nach dem Urknall bestanden. Die Auswertung der Charakteristiken lieferte wiederum die Erkenntnis, dass Webb 6 sehr frühe Galaxien auf Bild gebannt hatte, und zwar 6 Galaxien, die derart massereich waren, dass sie den gängigen Annahmen der Kosmologie widersprechen. Astronomische Sackgasse. Anstatt auf die erwarteten galaktischen Winzlinge zu stoßen, identifizierte Webb Strukturen, die trotz ihres frühen Entstehungszeitpunktes nahezu so massereich waren wie die Milchstraße. Folgt man der Analyse der gesammelten Daten, so besaßen die gravitativ gebundenen Sternansammlungen schon damals über 10 Milliarden Sonnenmassen. Eine von ihnen könnte sogar die Marke von 100 Milliarden Sonnenmassen durchbrochen haben. Das Problem? Gemäß unserem aktuellen Wissensstand war dies einfach nicht möglich. Ein Gedanke, der auch durch die Köpfe der Wissenschaftler fuhr, weshalb sie zunächst glaubten, einen Fehler gemacht zu haben. Allerdings konnte sich dieser Verdacht im Rahmen detaillierter Folgeuntersuchungen nicht erhärten. Die einzige Resthoffnung der Experten besteht nun darin, dass die 6 Objekte in Wahrheit nicht die mit Abstand massereichsten Galaxien der Frühzeit verkörpern, sondern andere Gebilde, wie etwa schwarze Löcher, die hinter einem undurchdringlichen Staubschleier verborgen liegen. Wer nun jedoch glaubt, dass sich das Rätsel damit gelöst hätte, befindet sich auf dem Holzweg. Auch in diesem Falle wäre im frühen Universum schon bedeutend mehr stellare Masse vorhanden gewesen, als bis dato vermutet. Da kurz nach dem Urknall aber noch nicht ausreichend normale Materie existierte, um derart viele Sterne in einer solchen kurzen Zeitspanne auszubilden, stehen die aufgespürten Objekte im krassen Widerspruch zu praktisch allen gängigen kosmologischen Theorien. Auch wenn sich nur eine einzige Galaxie als real entpuppt, würde dies die Grenzen unserer bisherigen Annahmen sprengen. Um die Existenz der Strukturen erklären zu können, müsste die Materiedichte im frühen Kosmos nämlich bis zu 5-mal größer gewesen sein als bislang angenommen. Der andere, nicht weniger rätselhafte Erklärungsansatz fußt darauf, dass die Galaxien auf eine Art und Weise entstanden sind, die uns bislang vollkommen unbekannt ist. Die Urknalldebatte. Diese und weitere Entdeckungen sorgen dafür, dass sich aktuell immer mehr Forscher von der Urknalltheorie abwenden. Viele Astronomen, die einen etwas alternativeren Blickwinkel an den Tag legen, beschweren sich darüber, dass ihnen in den Fachzeitschriften kein Gehör geschenkt wird. Mehr noch, wer seine Zweifel an den bestehenden Thesen äußert, wird unter vorgehaltener Hand sogar als verrückt abgestempelt. Allerdings ist eines unbestritten. Auch die Experten, die nach wie vor am Urknall festhalten, sehen sich immer wieder mit Fragen konfrontiert, auf die sie keine eindeutigen Antworten haben. Dazu zählen insbesondere die Fragen nach dem Warum und dem Wie. Wie kann es sein, dass vor 13,8 Milliarden Jahren etwas aus dem buchstäblichen Nichts entstand? Kann sich überhaupt etwas aus dem Nichts herausbilden? Und gab es dafür einen zwingenden Auslöser oder war es bloß Zufall? Diesbezüglich verwies Stephen Hawking darauf, dass die Zeit selbst erst mit dem Urknall begann. Folglich konnte dieser Prozess nicht durch etwas oder jemanden ausgelöst worden sein. Nicht weniger umstritten ist die Frage nach der gleichmäßigen Strahlung und Dichte im Kosmos. Ganz gleich in welche Richtung oder in welche Distanz wir auch blicken, im großen Maßstab existieren überall ähnliche Dichten und Galaxien, Nebel und Strahlungsverteilungen. Die konservativen Experten erklären dies mit der kosmischen Inflation. Andere Fachleute greifen diese Annahme auf und spinnen sie noch ein Stück weiter. Gemäß der chaotischen Inflation ist es nämlich denkbar, dass dieser Prozess lediglich in einigen blasenförmigen Teilbereichen zum Erliegen kam und ansonsten ewig fortdauert. Dies bedeutet auch, dass sich in den Blasen eine Vielzahl von Unteruniversen ausbildet, wobei jede kosmische Welt ihre individuellen physikalischen Gesetze enthält. Vor diesem Hintergrund ergibt sich also eine grundlegende Frage. Was wäre, wenn der Kosmos überhaupt nicht das große Ganze verkörpert? Mehr noch, wenn vor unserem Universum bereits ein anderes existierte? Nun, in diesem Fall würde sich der Big Bang in einen Big Bounce verwandeln. Alternative Theorien. Folgt man dieser Theorie, so sind Worte wie Anfang und Ende in einem kosmischen Kontext hinfällig. Das, was wir gemeinhin als Urknall bezeichnen, sei in Wahrheit nichts anderes als ein zyklischer Übergang gewesen. Sobald das eine Universum stirbt, erwächst aus ihm ein neues. Demnach unterliegt das Weltall, das innerhalb dieses Modells Teil eines multidimensionalen Gebildes ist, einem ewigen Rhythmus aus Kollaps und Wiederauferstehung. Allerdings ist dies bei weitem nicht der einzige Erklärungsansatz, der abseits der Urknalltheorie ins Feld geführt wird. So erschien bereits im Jahr 1955 ein Artikel in der Cosmic Times der NASA, der die Annahme vertrat, dass es niemals einen Urknall gegeben hat. Und das, weil das Universum nämlich schon unendlich lange besteht.
Auch die Expansion des Kosmos sei nicht existent. Die beständige Bildung von Materie erweckt lediglich den Anschein, als würde sich das Weltall unablässig ausdehnen. Die gleichermaßen spannendste wie umstrittenste Entstehungstheorie stammt wiederum aus der Welt der Quantenphysik und der String Theory. Angeblich zeigten Experimente, dass das Weltall und alles, was sich darin befindet, in Wahrheit überhaupt nicht existiert. In einfachen Worten ausgedrückt, ist das, was wir als sichtbares Universum wahrnehmen, nichts anderes als ein flaches Hologramm, das auf eine Kugel projiziert wird. Folglich ist es möglich, dass wir mitsamt unserer Realität das Resultat einer übergeordneten Simulation sind. Was im ersten Augenblick noch wie der Plot eines abgefahrenen Science-Fiction-Streifens klingt, lässt sich tatsächlich mit der sogenannten Kardaschow-Skala vereinbaren. Diese Kategorisierung gibt an, wie weit eine Zivilisation anhand ihres Energieverbrauchs entwickelt ist. Sollte es wirklich eine Zivilisation vom Typ 3 geben, die dazu imstande ist, die Gesamtleistung einer ausgewachsenen Galaxie zu nutzen, könnte es ihr mit Hilfe eines sogenannten Matroschka-Gehirns gelungen sein, eine perfekte Simulation zu kreieren. Doch ob wir uns in einem solchen Fall wirklich wünschen würden, die Wahrheit zu erfahren, steht auf einem ganz anderen Blatt. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Lass uns sehr gerne ein kostbares Abo und ein Däumchen da, wenn dir unser Video gefallen hat. Und jetzt sind wir sehr auf deine Meinung gespannt. Glaubst du weiterhin an die Urknalltheorie oder erscheinen dir die alternativen Erklärungen plausibler?